Honigpötte in Sicherheit. Holt die Honigpötte raus und bringt die Picknickkörbe in Sicherheit. Und hallo und herzlich willkommen all meine Zuschauer und Filmfans da draußen zu einer neuen Ausgabe des Re-Wish-View Wunsch-Review-Formats hier auf Lord Gamgamful, The Other Side of Movies. Ja, und in der letzten Abstimmung hatte ich euch ja drei Filme zur Auswahl gestellt gehabt mit heutigen super duper ultra mega Hollywood Stars, ja, die auch mal am Anfang ihrer Karriere kleine Brötchen gebacken haben, auch in Genrefilmen. Und ihr habt euch gegen Brad Pitt, aber auch Daryl Hannah entschieden und ihr wolltet halt quasi eine interessante Dreier-Kombi mit George Clooney, Charlie Sheen und Laura Dern. Ja, Warnung an dieser Stelle, sie sieht man eventuell im Film nur so 4 Minuten, das war es dann auch gewesen am Anfang des Films. Und es geht heute um den Film, den es eigentlich gar nicht geben dürfte, Grizzly 2, Revenge, The Predator oder In Concert. Dieser Film hat einige Titel, wurde 1983 in Ungarn gedreht für ein Budget von 7,5 Millionen US-Dollar. Gerüchte besagen natürlich auch, dass einer der Produzenten mit einem Teil des Budgets sich aus dem Staub gemacht hat und dann auch irgendwann die ungarische Regierung vor der Tür stand und das ganze Filmequipment beschlagnahmte. Der Film konnte nicht vollendet werden, auch wenn es eine Workprint-Fassung gibt, die sogar richtig editiert ist. Und die hätte ich mir hier eher gewünscht als diese dann doch mehr so rumpfmäßige Fassung, ja. Aber die Rechte an Grizzly 2 sind dann sogar 1987 an Canon Films veräußert worden, aber die haben es auch nicht geschafft, das, was halt da gedreht worden ist, dann in irgendeiner Art und Weise zu veröffentlichen, weil sie zu der Zeit schon auf dem absteigenden Ast waren. Und 2007, ja, es hat dann gut 20 Jahre gedauert, ist dann plötzlich die Workprint-Fassung hier auf YouTube für eine bestimmte Zeit aufgetaucht und die Produzentin Susan Nagy hat sich dann die Rechte wieder zurückgeholt und hat 13 Jahre gewartet, bis sie uns dann irgendein Ergebnis präsentieren konnte. Ja, ein anschaubares Etwas, würde ich mal sagen, wo man auch sagen kann, Film, ja, also 2020, hat man dann halt an dieser Fassung gearbeitet. Ja, man hat einiges an Szenen neu gedreht. Diese allerdings fallen qualitativ deutlich ab von dem alten Material. Man merkt einfach von der Kleidung her, vom Look her, das ist einfach das ganze neue Zeug. Das sieht man dem Film einfach an. Viele Szenen werden einfach wiederholt, damit man die 60 Minuten Filmmaterial, die man hatte, strecken konnte, also die qualitativ gut waren, obwohl die Workprint-Fassung gut 97 Minuten geht, wäre da wesentlich mehr drin gewesen, dann hätte man sich diesen ganzen Schmuh eigentlich sparen können. Aber der Film fängt mit einem wirklich potthässlichen Intro, das sogar noch billiger ist als das von Asylum-Produktionen an, in dem uns natürlich dann die Motivation des Grizzlies bzw. der Grizzly-Dame hier in dem Film erklärt wird. Denn ihr Jungtier wird von einem Wilderer namens Harvey erschossen und dann auch filetiert im wahrsten Sinne des Wortes. Und sie fängt dann natürlich an, diverse Leute, die dort im Wald rumlaufen, dann halt auseinanderzunehmen. Es geht dann auch noch um ein dreitägiges Festival, wo viele Bands auftreten und die Organisatorin, die möchte natürlich den Grizzly nicht in der Nähe haben, die möchte auch keine Panik verursachen und so weiter und so fort, ja. Und dann ein kleiner Handlungsstrang mit Wilderern, wo auch der Bruder von Harvey dabei ist, die natürlich versuchen, der Grizzly-Dame eine Falle zu stellen, was allerdings nicht wirklich funktioniert. Also sie stellen sich ziemlich dämlich an. Und dann gibt es noch die Handlung selber, wo natürlich der Park Ranger versucht, mit einer Forscherin, aber auch einem Großwildjäger namens Bouchard, der seine Familie auch durch einen Bären verloren hat und der jetzt mit indischen Dialekten herkommt, was allerdings jetzt nicht so wirklich in der deutschen Fassung rüberkam, das sah eher so aus wie Lederstrumpf, versuchen sie natürlich dann den Bären ja, zu erlegen und mehr Handlung hat das Ganze auch nicht. Und ich muss sagen, hier braucht man weder ein Mediabook noch braucht man eine Plastikhülle. Das Ganze kann man sich auch für 2,99 € bei Amazon digital besorgen, also man kann es streamen, ja. Oder wer noch wartet, kann sich dann dieses Machwerk in der
dann kommenden Staffel von Schläferz reinziehen und kann schauen, was Peter Rütten und Oliver Kalkofe jetzt hier aus diesen 74 Minuten Film machen. Ich muss halt einfach sagen, wirklich viel Nährwert hat mir dieser Film persönlich nicht gegeben. Wenn er ein Bonusmaterial einer Blu-ray-Neuauflage oder so mit William Griddle als Grizzly zusammen gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, dann ist das wirklich ein toller Bonus obendrauf und so weiter. Aber ich muss halt einfach sagen, dass der Nährwert sich für mich persönlich sehr, sehr in Grenzen gehalten hat. Weder die Handlung noch die Figuren noch alles drumherum fand ich sonderlich interessant. Es war natürlich schön, einen jungen George Clooney, eine junge Laura Dern und vor allem einen jungen Charlie Sheen hier zu sehen. Interessanterweise hat sogar Charlie Sheen für diesen Film hier die Hauptrolle in Karate Kid sausen lassen. Das war allerdings nicht seine alleinige Entscheidung gewesen. Nein, sein Vater Martin hatte gemeint, Karate Kid, das hört sich nach nichts an. Komm, spielen Grizzly 2 mit. Da wirst du sicherlich deinen absoluten Durchbruch haben. Seinen Durchbruch hatte er natürlich 86 mit Platoon gehabt, ja. Also musste noch ein paar Jahre warten. Hier hat er genauso wie Clooney und Dern nicht viel zu tun. Sie sind auf dem Weg zu diesem Festival, kampieren dann irgendwo, dann greift der Bär an. Ja, den müssen wir allerdings bis zum Finale dann in unserer Fantasie als Zuschauer selber vorstellen, ja, weil die Bärenattacken wurden großteils gar nicht gedreht, deswegen laufen die Leute vor irgendetwas weg und das ist teilweise so schlecht zusammengeschnitten, ja, dass man einfach merkt, da hat Material gefehlt und gegen Ende wird dann natürlich ein animatronischer Grizzlybär noch aus dem Hut gezaubert, der durchaus okay aussah, ja, der allerdings auch in seinen Bewegungen und allem drumherum wirklich sehr, sehr limitiert war und der immer vom Bild her immer so auf der linken Seite des Bildes war, als ob man irgendwie versuchen wollte, die schlechten Effekte zu kaschieren, weil man einfach keine Zeit, keine Muße hatte, wirklich ein bisschen mehr Zeit vor allem in die Effekte reinzulegen, weil halt das Budget einfach nicht ausgereicht hat, ja. Und zum Schluss hat man dann sogar einen ganz, ganz kurzen Frame aus der Weiße Hai 2 reingeschnitten. Ihr wisst natürlich alle, wie der Weiße Hai in Teil 2 von Jaws abtritt. So tritt auch eigentlich der Bär hier in diesem Film ab. Und ansonsten muss man sagen, gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Also man hat hier dann noch zwei ungarische Bands noch mit reingeschnitten. Da sieht man auch, dass es auch nicht zum Film passt, weil es einfach zu neumodisch ist. Wirklich absolut billig, billigste Musikvideos, die man da irgendwie reingekloppt hat. Und das Finale ist so abrupt, dass man eigentlich dann gar nicht mehr weiß, was eigentlich passiert ist und eigentlich froh ist, wenn der Film letzten Endes rum ist. Und deswegen frage ich mich, warum man nicht einfach die Workprint-Fassung, die wesentlich bessere Fassung von Grizzly 2 ist, hier nicht veröffentlicht hat, ja. Das hätte mir wesentlich besser gefallen, als wenn hier jemand ankommt und irgendwelche neumodischen Szenen mit einer Digitalcam dreht, ja, und das Ganze irgendwo reinschnellt und dafür sorgt, dass der Film irgendwo eine Kontinuität hat, ja. Ja, interessanterweise, neben unseren drei Youngsters, die wir ja nur am Anfang des Films sehen, gibt es hier natürlich noch ein paar andere bekannte Gesichter, wie Louise Fletcher, die spielt die Organisatorin halt dieses Musikfestivals. Wir kennen sie natürlich alle als Schwester Ratchet. Aber nachdem sie natürlich den Oscar gewonnen hatte für Einer Flog übers Kuckucks Nest, ging es irgendwie nicht mit ihrer Karriere bergauf, es ging eher steil runter, eher in solche Genreproduktionen, aber sie macht es durchaus gut. Mit einem Gesichtsausdruck war vollkommen okay. Dann haben wir hier dann noch den guten Charles Cyphers, ist halt John Carpenter spielt, sie hat in vielen John Carpenter Filmen mitgespielt, das muss auch reichen an dieser Stelle. Dann Mark Alamo, den werden sicherlich viele Star Trek Fans noch kennen aus Deep Space Nine, dort hat er den Cardassianer Dukat gespielt, ja. Aber ich muss sagen, der hat ja auch nicht wirklich viel zu tun. Dann haben wir noch den guten Wurmschwanz. Ja, Harry Potter-Fans kommen ja auch auf ihre Kosten mit einem sehr jungen, hageren Timothy Spall. Und das ist doch schon einiges. Und obendrauf noch als absolute Krönung, der hat mir eigentlich am besten gefallen, auch wenn er nicht wirklich viel aus seiner Rolle herausholen konnte, weil die meisten Szenen irgendwo nicht gedreht wurden, ist John Rhys Davies, der hier Bouchard spielt und der am Ende eine vermeintliche Todesszene hat, aber wenn man genau hinschaut, lebt er eigentlich die ganze Zeit und zappelt da so rum. Ich mir dachte so, ja, okay, der ist gestorben. Ganz klar, guck mal, der lebt noch, der bewegt sich. Das sah eher so aus, als wären das so Probeszenen gewesen, die man dann am Ende noch mit reingeschnitten hat. Also auch wenn man sich bei Wikipedia den Inhalt des Films durchliest, der wesentlich mehr ist, als wir hier in dem Film geboten bekommen, hatte ich nicht das Gefühl, dass John Rhys Davies am Ende des Films gestorben ist, aber
Er ist natürlich ganz klar eine deutliche Aufwertung für diesen Film. Natürlich wäre es mal toll, wenn ihn mir irgendjemand mal fragen könnte, was ihn eigentlich geritten hat, bei diesem Film hier mitzumachen und ob er mitbekommen hat, dass Grizzly 2 letztes Jahr dann seine Veröffentlichung erfahren hat. In den USA allerdings nur als gebrannte Scheibe, wo angeblich auch die Workprint-Fassung drauf sein sollte, aber laut einigen Stimmen ist sie dort doch nicht drauf. Und hier in Deutschland gab es natürlich mal wieder das absolute Premium-Paket, ja, mit einem noch schöneren Cover hier von Ralf Krause. Da will man natürlich zuschlagen. Ich muss sagen, nee, lasst es lieber, streamt den Film von mir aus oder wartet, bis dann natürlich die Schläferz-Ausgabe kommt. Da werdet ihr sicherlich noch wesentlich mehr Nährwert haben. Da werdet ihr bestimmt noch mehr Informationen von Rütten und Kalkofe an die Hand bekommen. Ich muss sagen, nachdem der Film rum war, war er eigentlich auch weitestgehend auch wieder aus meinem Kopf verschwunden. Also es wird nicht wirklich viel hängen geblieben, außer dass der Film halt wirklich eine morksige Umsetzung der Effekte hat, dass er sehr holprig zusammengeschnitten ist. Also man hätte sich auch natürlich Tipps bei Roger Corman holen können. Der hat in den 80ern genauso wie Godfrey Ho viele seiner Produktionen immer mit Szenen aus anderen Filmen, die er produziert hat, dann natürlich noch ein bisschen aufgebläht, weil halt das Budget nicht mehr hergegeben hat. Und dann hat man natürlich Effektszenen und so weiter recycelt. Da hätte sich die Frau Nagy sicherlich den einen oder anderen Tipp holen können. Vielleicht hätte er den Film dann durchaus gutierbarer gemacht. Denn ich muss sagen, er ist auch nicht wirklich unfreiwillig komisch. Man sieht einfach, dass dieser Film Probleme hatte bei der Produktion. Die Konzertszenen können sich auf jeden Fall sehen lassen. Das Teuerste am Film war auf jeden Fall diese ausladende Bühne gewesen mit dieser ganzen Beleuchtung. Das war 100 pro teurer gewesen als der animatronische Grizzlybär, den wir am Ende zu sehen bekommen. Ja, von mir bekommt Grizzly 2 Revenge oder noch besser in Concert ganz, ganz nette 3 von 10 Winnie Pooh. Ich kann dafür absolut keine Empfehlung aussprechen. Hat mich eigentlich auch nicht gewundert, warum bis jetzt hier in der deutschsprachigen Filmcommunity niemand darüber in einem Video großartig geredet hat. Der Film ist auf jeden Fall, oder das, was der Film hier sein soll, ist auf jeden Fall ein Kuriosum. Das kann man sich schon in die Sammlung stellen, wenn man denn auch so eher schlechte Machwerke haben möchte. Aber ich muss sagen, ja, das ist, das Niveau wurde ja deutlich, deutlich unterboten. Ja, ja, ihr könnt mir natürlich in die Kommentare eure Gedanken zu Grizzly 2 reinschreiben. Und ansonsten, wenn natürlich jetzt dieses Video hier online ist, gibt es natürlich die nächste Abstimmung. Und da habe ich mir gedacht, so könnt ihr euch mal dann einen von 3 Animes aussuchen. Ich habe natürlich einen Titel mit einfließen lassen, den ich schon in einer anderen Abstimmung schon mal mit drin hatte, und 2 andere Titel. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie da die Abstimmung ausfallen dürfte. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß hier mit dieser neuen Ausgabe des Wunsch-Review-Formats. Wir sehen uns auf jeden Fall dann wieder zur nächsten Ausgabe und beziehungsweise zu irgendeinem anderen Video, was jetzt sicherlich auch die nächsten Tage noch kommen dürfte. Gut, also dann bis zum nächsten Mal hier auf Lord Gamgam Full, The Other Side of Movies. Ciao, euer Chris.